Ja, servus meine Freunde, willkommen zum neuen WWE Supercard Video und heute ist mal wieder Deckcheck angesagt. Schön, dass du eingeschaltet hast bei mir auf dem Kanal, Mr. Angezockt. Ich bin Sascha und wir haben viel zu tun, darum los kann's gehen, aber ich habe mir was Neues überlegt und da will ich auch gleich gerne mal von euch in den Kommentaren wissen, was ihr davon haltet. Ich blende mal was ein. Das ist das Deck-Check-Wheel und ich habe ja eine ganze Liste an Leuten drin. Heute machen wir ungefähr die Hälfte von denen. Ich habe ja gesagt, es kommt heute ein Video und der zweite Teil am Samstag und dann sind wir für die nächste Woche wieder voll im Deck-Check-Rhythmus. Und wir wählen jetzt random aus, nach was ich diese Decks, die ich auswähle, kategorisiere. Also, quasi, ich habe da drauf beste Speed-Wert, beste Power-Wert, Toughness habe ich falsch geschrieben, das wollte ich noch nachgucken, erinnert mich gerade dran, wenn ich es falsch lese, und Charisma, aber auch bestes Ergebnis von einem Ladder-Event oder bestes Bild, beste Karte. Das ist total subjektiv, meiner Meinung nach nehme ich da nur und wir drehen daran und danach ranke ich die Leute, die ich angucke, nach dem Kriterium, was wir wählen. Ich zeige es euch mal. Ich drücke auf Drehen. Wer das Glücksrad nicht kennt, der war noch nie im Stream dabei. Da haben wir zwei ganz tolle Glücksräder. Also, heute gucken wir nach dem besten Charisma-Wert auf einer Karte, die wir haben werden. Ich bin gespannt und werde die kommenden, die ich mir anschaue, ranken vom schlechtesten Charisma-Wert bezogen auf die Leute, die ich mir angucke, bis hin zum besten Charisma-Wert. Ich bin gespannt, wer es macht und darum kann es losgehen. Weg mit dem Glücksrad und ab in den Deckcheck. So, aber eins noch vorweg. Also, wir gucken uns jetzt 5 Decks an und haben jetzt erlost, dass wir den besten Charisma-Wert uns angucken. Und danach gucken wir uns jetzt Decks an. Mit demjenigen fangen wir an, der den niedrigsten Charisma-Wert dieser 5 hat. Und gucken uns dann ganz zum Schluss an, der den höchsten Charisma-Wert hat, dass wir hier so ein klein bisschen Ranking reinbringen. Aber das sind Leute, manche haben eine Season gespielt, manche haben 8 Seasons gespielt. Manche haben dick mit Kohle reingepusht, also weiß ich jetzt nicht, aber andere sind vielleicht free to play und darum ist es jetzt nicht schlimm, wenn du auf dem 5. Platz bist, derjenige, der da ist. Es ist einfach nur ein Ranking, was wir jetzt im Video machen und gespannt sind, um ein bisschen mehr die Spannungskurve reinzumachen, wer da noch dabei ist. Und darum starten wir auch direkt mit dem ersten und der erste dieser 5, die ich ausgewählt habe, ich will nicht auf die Teamsuche, ich will auf die Spielersuche, ist die Nummer 10816004, nämlich der gute Ickehaft mit dem Rising Sun, hat hier ein wunderschönes Gigi Dolin Bild und 103.000 Spiele, sehr nice, schon ein paar, paar Badges erfarmt und aktuell 6.846 Karten. Oh, er war auch fleißig bei der LMS, 5.200, es war keine LMS, ich weiß, 5.291. ist er geworden und hat hier noch ein F1 Hurricane und ein Nash Carter, auch F1, sehr nice. Und Miss Valhalla mit 19, also Weihnachts-Valhalla, sehr, sehr cooles Bild ist da drauf. 19,55 Mille, das ist aber nicht sein höchster Wert. Er hat nämlich auch die Gigi Dolin als NXT Extreme Karten Pro mit 19,58 Mille. Und die ist die 5. stärkste Charisma-Karte, die wir heute haben. Und hier sehen wir ein Voll-Valhalla-Deck, sogar mit Valhalla-Manager. Und ist halt beim Charisma-Wert der 5. Bei einer anderen Stärke, bei vielleicht hier Power oder irgendwas, wäre vielleicht hier Kraft 20 Millionen, weil halt da ein Equipment draufschickt. Aber gut, bei Rising Sun 18 von 20 Leuten auf Malstorm und ein richtig geiler Kartenrücken. Phenomenal One. Den habe ich noch nie gesehen, 2K19, den habe ich wirklich noch nie gesehen, richtig geiles Ding, wow, ich bin neidisch. Also Ickehaft, sehr cooles Deck. Wir springen direkt zum Platz 4, würde ich sagen, um da hier ein bisschen Speed reinzukriegen, 33520. Es ist Jamie aus dem besten Team der Welt, Fight Empire, das ist das Team, in dem ich Mitglied bin, für die, die es nicht wissen, hat 5.995 Sterne, ist auf Valhalla +++ und hat die 4. höchste Charisma-Karte. Ich bin gespannt, das ist hier, würde ich mal sagen, sein KO mit 20.960.000. Er hat 1.000,
also Top 1800 geworden. Sehr, sehr nice. Auch ein cooles Bild drauf. Dann haben wir ein Silver Pro Roman Reigns, einen Silver Pro Finn Balor. Ach, guck mal, der hat sogar schon einen Ticken mehr Charisma. Da habe ich gar nicht reingeguckt, aber 21 Millionen ändert aber nichts am Ranking. Ihr seht schon, wir gehen in hohe Charisma-Werte rein und Rocky Johnson auch Top 5K gemacht. Charlotte Pro mit dem besten Bild von Charlotte. Ich finde es sehr nice. Also sie ist auch sehr nice geschminkt und die Gesichtskonturen sind einfach gut und nicht nur die Gesichtskonturen. Und nochmal die Alexa F1, wunderschönes Bild. Auch da bin begeistert. Manager schon Pro F1 und ein neuer Schwung noch nicht Pro. Auch hier einen schönen Kartenrücken, den wir noch nicht gesehen haben. Sehr, sehr cool. Jamie, nices Deck, alle Badges schon geholt. Die nächste Stufe, würde ich sagen, kann kommen mit deinem Full Deck. Und so, dann geht's zum nächsten. Wir springen zum dritten über Top 3. Das ist der gute Vidi, Vidi Live. Hat einen Wert von, jetzt müssen wir gucken, 21.111.000. Er ist 660. mit seinem KO geworden. Sehr, sehr nice. Hat hier noch ein Charisma-Wert von 20 Millionen. Ich muss sagen, wenn Tempo dran gekommen wäre, wäre das hier der höchste Tempo-Wert, den wir hatten. Aber es kam Charisma dran beim Glücksrad. Darum 20.980.000. Hier nochmal Finn Balor. Auch hier riesiger Tempo-Wert. Du hast gute Tempo-Ausrüstung. Und Charlotte, Alexa. Ja, man sieht mittlerweile überall Charlotte, Alexa. Bei mir sieht es ein bisschen anders aus, aber trotzdem bisher viel gesehen. Single Valhalla Manager und neuer Schwung Pro, aber noch nicht trainiert. Bei den Cold Pros 20 von 20 im Valhalla Team. Und er hat auch den Phenomenal, ihr wollt nur, dass ich mich verhaspel, ich weiß es schon, den Phenomenal One-Kartenrücken, aber ein anderer, der auch sehr nice aussieht. Ich bin gespannt. Und jetzt gucken wir mal, was die nächsten Werte sind. Ich springe zum nächsten über, der den Platz Nummer 2 hält. Das ist der Gute mit der ID 10634229 Valhalla plus plus Steven Gasser. 4983 Karten bei 30.000 Spielen. Auch gemütlich Valhalla plus. Ein schönes Sina-Bild. Ach, Sina-Bild. Ein schönes Rockbild von der zweiten Season, ich weiß es gar nicht mehr, ein paar Badges schon geholt, da fehlt aber noch was. Und dann gucken wir mal, was sein Wert war. Das war, denke ich, hier genau KO mit 21,19 Millionen, 1700. ist er geworden. Auch hier 2225. also auch immer roundabout Top 2K, Finn Balor und King Woods. Hatten sie ihn echt toll aus. Wobei King, da finde ich die Kronenkarte, also das Bild ist schon sehr cool, aber die Kronen, das Kronenbild ist halt schon nice. Alexa F2, wow. Und Shayna Baszler normal. Manager in Single. Und nochmal, was ist, gibt's doch nicht. Was ist heute Phenomenal One Day? Habt ihr euch abgesprochen und den Kartenrücken reingemacht? Das ist schon eine nice Idee. Also, Steven, Gratulation zum zweiten Platz. Und jetzt seid ihr bestimmt gespannt, was da für ein Wert auf der ersten Karte drauf sieht. Ich gebe mal die Zahl ein. Das ist die 8896220. Marcel von den Rocken Socken. Warte mal, ich muss nochmal den Teamnamen lesen. Rocken Sock Connect. Valhalla Team. 20 von 20 Leute. 6.300 Siege hat er und 3.200 Karten eingespielt. 2, 4, 6, 7. Da fehlen noch zwei Badges. Und hier ist der Finn Balor, der wahrscheinlich auch noch ein Speed-Equipment drauf hat, mit 21, ein Speed, ein Charisma-Equipment drauf hat, mit 21,3 Millionen. Der höchste Charisma-Wert, den wir heute bei uns gesehen haben.
Wir gucken noch natürlich die anderen Karten an. 3541. bei KO ist er geworden. Dann hat er einen True McIntyre mit dem roten Augenglow-Bild. Sieht am Schneesturm natürlich auch gut aus. Auch der Grund, wenn er sich umdreht und mit den Yeti mit den roten Augen anleuchtet, dann verschwindet er da wieder. Und hier haben wir das King Woods-Bild, auch mit Krone und Mantel. Ist schon natürlich nice. Shayna Baszler F1. Bianca Belair auch F1. Manager auf Pro und noch einen Koffer Normal Valhalla und auch, was ist denn euch heute los? Phenomenal Day und auch einen Phenomenal One-Kartenrücken. Sehr, sehr nice. Und würde mal sagen, geht's jetzt zum ersten Platz. Bringt dir nichts, du bist nur der Letzte in der Liste, aber hat mich gefreut, so machen wir das jetzt immer. Ich finde das ein bisschen unterhaltender. Schreibt mir gerne in die Kommentare, was ihr davon haltet, wie ihr das findet und darum, Leute, sage ich danke fürs Zuschauen. Ihr wisst, Daumen hoch, Kommentar da lassen und wir sehen uns beim nächsten Mal. Haut rein!